Video Nummer 157, Szene 4, Take 3. Einige von euch haben mich vermutlich vor diesem Regal hier kennengelernt. Denn angefangen hat Dr. Watson mal, wie bei so ziemlich jedem YouTuber, im Wohnzimmer. Klar, damals war ich auch noch komplett alleine, also habe ich ganz schlicht meine Wohnung zum Filmset umfunktioniert. Ziemlich genau 3 Jahre und knapp 80.000 Abonnenten später kam dann aber der nächste große Schritt. Aus Dr. Watson wurde eine GmbH, aus der Ein-Mann-Band ein Team und aus meinem alten Wohnzimmer hier unser Studio, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Und der zentrale Baustein davon ist der blaue Hintergrund hinter mir, auf dem wir je nach Thema passende Muster oder auch Illustrationen einfügen können. Und die sorgen eben dafür, dass die Videos so aussehen, wie sie nun mal aussehen. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, dieser Hintergrund ist tatsächlich kein Greenscreen, auch wenn das noch bis heute viele von euch glauben. Diese Wand hier existiert tatsächlich, genauso wie die Dinge, die hier rumstehen und diese Lampe hier. Nichts davon ist digital. Heute erklären wir euch endlich, wie wir das geschafft haben. Aber auch, warum Greenscreens so häufig so schlecht aussehen und durch was sie gerade von Hollywood ersetzt werden. They're on a green screen. This entire rooftop is a green screen. Look at that green screen. They can just change their backgrounds entirely and be anywhere or everywhere at once. These sets are insane. The thing that makes this revolutionary is that they're able to utilize it with a moving camera. Greenscreens sind überall. Längst werden sie nicht mehr nur für Film und Fernsehen genutzt, sondern auch für Twitch-Streams und sogar Zoom-Calls. Überall, wo man Menschen und Dinge in eine andere Welt transportieren möchte, kommt der Greenscreen zum Einsatz. Wenn er gut gemacht ist, ist er komplett unsichtbar, manchmal fällt er aber auch extrem auf und zerstört die Illusion. Das Prinzip ist eigentlich recht simpel. Unser Ziel ist es, den Hintergrund hinter einer Person durch etwas anderes zu ersetzen. Dafür müssen wir die Person vom Hintergrund trennen, also sozusagen ausschneiden. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Unter anderem, indem man wortwörtlich um die Person herumschneidet, und zwar Bild für Bild. Dieser Prozess nennt sich Rotoskopie und ist gerade für längere Filmschnipsel extrem mühselig. 24 Bilder pro Sekunde sind bei einigen Minuten Filmmaterial eine Menge Bilder. Deswegen kam ein cleverer Filmemacher namens Lawrence Butler 1940 auf eine Idee. Was, wenn man die Person nicht vor irgendeinem Hintergrund filmt, sondern vor einer einfarbigen Wand? So kann man diese spezifische Farbe quasi herauslöschen und übrig bleibt alles andere, nämlich unsere Person im Vordergrund. Das war die Geburtsstunde des Chroma Keying, für die Butler 1941 einen Visual Effects Oscar gewann. Damals hat man das allerdings noch ein bisschen anders gemacht. Zum einen war der heute typische Greenscreen damals noch ein Bluescreen. Bluescreens werden zwar auch heute noch verwendet, aber seltener. Das liegt daran, dass digitale Kameras im grünen Bereich die höchste Auflösung haben und auch daran, dass Grün am weitesten von typischen Hautfarben entfernt ist. Der zweite große Unterschied war, damals arbeitete man natürlich noch mit richtigem Zellulitfilm, was den ganzen Prozess des Keyings und vor allem des Compositings, also des Zusammenfügens mit einem neuen Hintergrund, deutlich komplizierter machte. Das, was man damals noch mit chemischen Prozessen und Projektoren lösen musste, geht heute im digitalen Zeitalter mit Software und wenigen Klicks. Man wählt einfach die genaue Farbe des Greenscreens aus und schon radiert mir die Software den Hintergrund komplett weg. Geile Technik! Aber wo ist denn da der Haken? Wenn der Prozess so einfach und zugänglich ist, warum sehen dann so viele Greenscreen-Szenen immer noch so fake und einfach schlecht aus? Das kann uns Marian erklären. Denn Marian ist bei uns Kameramann, Chef der Postproduktion und ist für die Entwicklung des visuellen Konzepts von Dr. Watson mitverantwortlich gewesen. Und er ist es auch heute noch. Und Fun Fact, er ist auch derjenige, der das Video hier gerade schneidet. Es gibt eigentlich 3 Hauptprobleme, warum Greenscreens sehr schwierig gut umzusetzen sind. Das erste ist die Interaktion mit der Umwelt. Dadurch, dass wir das Subjekt ausschneiden und irgendwo reinsetzen, wo es eigentlich nicht war, haben wir natürlich diese ganze Interaktion, Licht, Schatten, aber auch zum Beispiel Haare oder Kleidung, die im Wind wehen, die Bewegung der Kamera im dreidimensionalen Raum. Das sind alles Sachen, die entweder komplett fehlen oder wir müssen es halt mit viel Aufwand und Planung simulieren. Und selbst dann passt es manchmal nicht zu 100% und unser Gehirn ist einfach viel zu gut da drin, die Realität sozusagen zu unterscheiden von einer Simulation und kann deswegen aus dieser Illusion dadurch rausgerissen werden. Das zweite Problem ist dann das Ausschneiden selbst, dass man das wirklich sauber hinbekommt, denn wenn wir dem Computer letztendlich einfach nur sagen,
alle grünen Pixel, mach die transparent, lösch die raus und alle anderen behältst du, muss der Computer natürlich in diesen semi-transparenten Bereichen entscheiden, wo ein bisschen Grün mit drin steckt, ob das jetzt noch gerade zum Hintergrund gehört oder schon zum Vordergrund. Und da gibt es natürlich viele Slider und Einstellungsmöglichkeiten, die einem dabei helfen, das fein zu tunen, aber häufig gehen dabei trotzdem ganz, ganz feine Details verloren und man muss erstens super viel Zeit reinstecken und zweitens funktioniert es eigentlich auch nur dann überzeugend, wenn man schon in perfekten Bedingungen gedreht hat, das Ganze. Das dritte Problem entsteht eben auch, wenn man in nicht perfekten Bedingungen dreht, also wenn beispielsweise der Greenscreen zu hell ausgeleuchtet ist oder der Abstand zu gering, dann reflektiert der Greenscreen ja immer auch einen Teil des Lichts und der Farbe vor allem zurück und dann haben wir etwas, was wir Spill nennen. Spill heißt Überlaufen, wenn man es übersetzt. In dem Fall besteht das Überlaufen in einem Grünschleier, der in Bereichen landet, wo man ihn eigentlich nicht haben will, in den Hautfarben zum Beispiel. Das sieht einerseits sehr kränklich aus und andererseits haben wir dann auch wieder dieses Problem, dass der Computer Pixel als Greenscreen interpretiert, die eigentlich kein Greenscreen sind. All das sind Probleme, die dafür sorgen, dass gerade in Amateurproduktionen Greenscreens häufig sehr, sehr schlecht aussehen. Aber es ist tatsächlich sogar so, Fun Fact, dass selbst bei krassen Hollywood-Produktionen, wie zum Beispiel Avengers oder sowas, Szenen, die eigentlich sogar vor Greenscreen gedreht wurden, am Ende doch händisch ausgeschnitten werden, einfach weil es besser aussieht und man mehr Kontrolle darüber hat. Okay, also alles gar nicht so einfach, wie es erstmal auf dem Papier klingt. Aber wie löst man denn jetzt diese Probleme? Wie haben wir es geschafft, keinen Spill und keine Kantenprobleme zu bekommen und dass man trotzdem noch jedes Haar von mir erkennen kann? Nun, ich spanne euch noch eine Minute auf die Folter, denn es gibt ein paar geniale Methoden, Greenscreens zu ersetzen, die wir nicht verwendet haben, aber über die ich trotzdem gerne sprechen möchte. Zum Beispiel kann man dem Computer beibringen, das Subjekt auf eine andere Art und Weise zu erkennen. Eine inzwischen relativ bekannte Technik basiert auf Gesichts- bzw. Objekterkennung. Hier werden Algorithmen benutzt, die nicht einfach irgendwelche Farbwerte zum Ausschneiden verwenden, sondern tatsächlich versuchen zu verstehen, was das Objekt ist, das sie ausschneiden sollen. Manchmal wird hier sogar Machine Learning eingesetzt, also künstliche Intelligenz, wenn man so will. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich von Videokonferenzen. Fast jedes Programm, das man heutzutage dafür nutzt, besitzt irgendeine Möglichkeit, den Hintergrund durch einen anderen zu ersetzen oder unscharf zu machen. Auch die künstliche Tiefenschärfe in der Smartphone-Kamera wird oft auf diese Art und Weise generiert. All diese Technologien werden mit den Jahren immer besser und ich finde es mega krass, dass wir sowas inzwischen einfach so mit uns in der Hosentasche herumtragen können. Bis wir hier bei Kinoqualität sind, wird es trotzdem noch ein bisschen dauern. Eine für uns Filmschaffende besonders spannende Technik geht deswegen quasi in die andere Richtung und verzichtet komplett auf Software-Tricks. Und zwar indem sie den Greenscreen tatsächlich durch einen Screen, also einen Bildschirm, ersetzt. Hier haben wir beides miteinander vereint. Eine digitale Projektionsfläche, auf der virtuelle Umgebungen dargestellt werden können und gleichzeitig eine fotorealistische Interaktion zwischen Umgebung und der Person darin. Indirekte Beleuchtung, Reflexionen und sogar so etwas Kompliziertes wie Refraktionen funktionieren alle genauso, wie man es an einem physischen Set erwarten würde. Besonders bekannt wurde die Technik durch die Serie The Mandalorian. Nicht nur, dass wir hier keine der typischen Probleme von Greenscreens haben, die Kamera ist außerdem in Echtzeit mit der Engine verbunden, die diese 3D-Umgebungen generiert. So wird bei Bewegung der Kamera eine 100% realistische Tiefenwahrnehmung simuliert, was Shots ermöglicht, die herkömmlicherweise viele, viele Stunden in der Postproduktion gekostet hätten. This is the way. Aber was ist denn jetzt das Prinzip bei uns hier im Studio? Naja, die virtuellen LED-Stages von The Mandalorian konnten wir uns leider gerade so nicht leisten. Auch haben wir keine Armada von Praktikanten im Keller, die mich alle Bild für Bild rotoskopieren. Aber wir haben eine andere Methode gefunden, die uns von den Grundzügen her tatsächlich wieder zurück zum Anfang, dem Chroma Keying, bringt. Diese ganzen Probleme, die wir gerade eben angesprochen haben, bestehen ja eigentlich nur deswegen, weil unser Ziel ist, die Pixel vom Greenscreen am Ende komplett zu löschen und durch was anderes zu ersetzen. Und deswegen war unsere Idee, wir umgehen das Ganze einfach, indem wir beide Pixel behalten, also quasi den Screen selber und das, was wir darauf anwenden. Okay, aber was heißt das denn jetzt? Konkret heißt das, wir drehen dich halt vor dieser Wand, die bewusst in einem Blau-Grau-Ton gestrichen ist. Den können wir dann halt ansprechen, als wäre es ein
Bluescreen, aber anstatt dann die Pixel zu löschen, behalten wir sie und haben dich quasi als zusätzliche Maske ausgeschnitten, die wir dann einfach da drüber legen können. Das heißt, wir haben die Wand selber als unterste Ebene, dann haben wir eine Ebene mit den Illustrationen, die wir gerne einfügen wollen und dich dann nochmal als ausgeschnittener Cedric oben drüber. Und der große Vorteil ist jetzt, selbst wenn wir keinen perfekten Key hinbekommen, was je nachdem, was du auch anhast oder so, durchaus auch vorkommt, und irgendwelche Details verlieren, dann ist das nicht so schlimm, weil ein verlorenes Haar auf der einen Ebene immer noch auf der untersten Ebene quasi als Backup liegt. Und das fällt dann halt nur auf, wenn wir jetzt eine Animation haben, die genau zwischen dieses Detail und dem Hintergrund fällt. Und so wie wir die Animation eben gestalten, ist das in der Regel nicht der Fall. Und auch der Spill ist ja komplett realistisch, weil die digitale Umgebung zu 99% die tatsächliche Umgebung beim Dreh war. Wenn du so vor einer blauen Wand stehst, würde man ja einen blauen Spill erwarten, der darf da drin sein, im Gegensatz zu einem unnatürlichen Greenscreen-Spill. Okay, da habt ihr es. Das ist also das Geheimnis hinter der Dr. Watson-Wand. Es ist kein Greenscreen, es ist quasi ein Bluescreen, den wir ins Set integriert haben. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Blick hinter die Kulissen gefallen. Ich weiß, dass das heute kein typisches Dr. Watson-Thema war, aber es gab, wie gesagt, viele unter euch, die diese Funktionsweise unseres Studios interessiert hat. Und wir bei 22 sind ja alle FilmemacherInnen und reden deswegen sowieso immer sehr, sehr gerne über solche Dinge. An dieser Stelle auch nochmal danke an alle, die an der Entwicklung dieses Hintergrunds beteiligt waren, insbesondere an meinen Kollegen und ehemaligen Filmschul-Kommilitonen Mick, der die ursprüngliche Idee für das Prinzip hier hatte. Wenn ihr mehr solcher Videos hier über Film und Fernsehen sehen wollt, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Wir machen, wie gesagt, sehr gerne Videos darüber. Zum Beispiel haben wir auch schon länger überlegt, mal ein Video zu machen, in dem wir im Detail die Entstehung eines Dr. Watson-Videos dokumentieren, quasi von der ersten Idee bis zum Upload, wenn das Video online geht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und ansonsten wie immer, bleibt neugierig, euer Cedric.